Hallo Fans und Freunde der WNA, schön, dass ihr mit dabei seid bei diesem Jahresrückblick 2018 von unserer WNA. Also, schauen wir uns das gemeinsam an. Come on, WNA! Come on, WNA! Ja, 2018, da hat sich einiges getan. Fünfte Liga, zweite Wiener Landesliga. Ja, so weit unten hat unsere WNA noch nie gespielt. Wo ist es dazu gekommen? Nun, die Geschäftsführung hat gegen das Urteil, dass bei Insolvenz der Verein eine Stufe tiefer spielen muss, Einspruch erhoben, verloren, und so mussten wir gleich zwei Stufen runter, nämlich zu unserer Reservemannschaft in die zweite Wiener Landesliga, und die waren nicht unbedingt sehr erfolgreich, die waren damals gerade mal um den siebten Platz. Zusätzlich haben sich noch ein paar Spieler bei der Vienna über den Jahreswechsel vertschüsst und auch der Trainer ist gegangen. So musste dann der Co-Trainer René Fischer den Kahn aus dem Mist ziehen. Am 8. Jänner, da ging es los, hier auf YouTube habe ich den Kanal Kammern Vienna gegründet. Auch auf Instagram und auf Facebook, Twitter könnt ihr alles rund um die Vienna-Fans verfolgen. Warum habe ich den Kanal gegründet? Nun, ich habe so das Gefühl gehabt, dass bei unserer Vienna die Vienna-Fans ein bisschen unterrepräsentiert sind. Und so habe ich gehofft, und tue es nach wie vor, dass wir uns da gut präsentieren können, dass Yellow Blue Family Life ein bisschen mehr präsentieren können und auch anderen zeigen können, wie schön, wie friedvoll und wie offen wir Fußball, Fußballgemeinschaft, Fußballfreude leben können bei unserer Vienna. Naja, und in der fünften Liga, da gibt es nicht unbedingt sehr viel Medieninteresse, also kann es auch da nicht schaden, hier ein bisschen was zu zeigen, wie es uns so in der zweiten Wiener Landesliga geht. Bevor es aber losgegangen ist, gab es ein paar Testspiele, die habe ich euch natürlich auch alle gezeigt, selbst bei schwierigsten und widrigsten Bedingungen, Schneefall, Regen, gar kein Problem. Unsere Vienna-Burschen, die haben ordentlich gespielt und das eine oder andere Match sogar gewonnen, und viele Fans, die waren dabei in der Spielmanngasse oder auch auf anderen Plätzen, haben wir unsere Mannschaft bei jedem Spiel, bei jedem Match, bei jedem Testspiel unterstützt und auch gefeiert, klarerweise. Das erste Spiel der Meisterschaft in der zweiten Landesliga, das ging los gegen den NAC, und alle Vienna-Fans, die waren sehr, sehr gespannt, wie wird unsere Mannschaft, unsere Kampfmannschaft auftreten, und ja, es war gar nicht so einfach auf dem kleinen Platz, und die Burschen, die sind zwar vielleicht Gasthausmannschaften, aber recht ambitioniert, denn es kommt schließlich mit der Vienna ein erfolgreicher Gegner auf den Plan, auf den Spielplatz, und mit Vienna-Fans haben wir sie gut vorangetrieben und das Match auch gewonnen, 3 Punkte nach Hause gefahren, und so ging es dann auch weiter. Die Vienna Fans aber selbst, die waren recht verstimmt, denn ausschlaggebend war ein Statement der Geschäftsführung bezüglich der Pyrotechnik am Sportclubplatz ein paar Monate zuvor noch in der RLO. Und ja, die Worte waren eher stark. Und somit haben sich einige Vienna-Fans dazu hinreißen lassen, auch hier Statements zu setzen, und sind auch einigen Matches ferngeblieben. Wie ist es auf der Warte weitergegangen? Ja, klar, damit haben sich die ersten Vlogs auseinandergesetzt. Es ging das große Thema, was ist mit dem Stadiondach? Und mit dem ersten Vlog konnte ich zeigen, es wird gearbeitet, es tut sich etwas, es wird angefangen, ein neues Dach zu installieren. Aber davor musste natürlich das alte Dach demontiert werden. Und ja, das hat sich dann doch einige Zeit gezogen und hat mir auch einige Kritik vom Verein eingebracht, das immer wieder zu zeigen. Und der Verein witterte auch mit Kammern Vienna und mit meiner Person, da ich ja damals für den Verein und natürlich auch hier auf Kammern Vienna parallel gearbeitet hat, Loyalitätsproblem, beziehungsweise eine Unvereinbarkeit, beide Fans, also beide Fächer zu machen, nämlich für die Fans, aber auch für den Verein zu arbeiten. Und mir wurde dann ausgerichtet, das geht leider nicht, du solltest gehen, und das habe ich dann auch getan, weil ich bin durch und durch ein Blau-Gelber, ein wahrer Vienna-Fans. Vereinsführungen, die habe ich kommen und gehen gesehen, aber die Fans, wir müssen zusammenhalten, und das ist Grund dieses Kanals Kammern Vienna, um euch zu zeigen, um was es geht bei der Vienna, nämlich die Wahrheit zu sagen und auch eine ehrliche Meinung zu vertreten. Das ist mir wichtig, und ich glaube, das kann ich wohl hier am besten mit Kammern Vienna auf YouTube. Ja, die nächsten Spiele, die nächsten Matches, die sind gut verlaufen. René Fischer hat sich immer besser eingearbeitet, obwohl er gar kein
gelernter Trainer ist. Wir mussten ja damals die Lizenz von Mackie Katzer ausborgen, also als offizieller Trainer war Mackie Katzer, aber trainiert hat der René Fischer mit seinem Team und nicht unerfolgreich. Wir sind von Sieg zu Sieg geeilt und die Vienna Fans, die waren zwar viel weniger als in der RLO, haben aber ihre Mannschaft wirklich gut unterstützt und wir sind, naja, Auswärtsfahrten mit Straßenbahn und Bus, egal, wir leben unser Family Life, wir leben unser Yellow Blue Vienna Life. Dann kam es hier bei Kamen Vienna zu den ersten Fangesprächen. Das fand ich eine gute Idee, mal zu zeigen, wen es hinter den Kulissen bei der Vienna gibt, welche ambitionierten Fans hier bei der Vienna tätig sind, mit Michael Zeschka zum Beispiel oder Erich Steiner und natürlich viel, viel mehr Leuten. Junge Fans, alte Fans und so weiter. Das möchte ich auch gerne mit meinem Buch, dem Vienna Fan-Fotobuch, ein bisschen zeigen, wer sind wir und uns auch einen Namen geben, um das zu dokumentieren, wer war hier oder wer ist hier und unterstützt die Mannschaft und dass wir uns auch gegenseitig ein bisschen mehr kennenlernen, nicht nur zu den Matches gehen, sondern mal links und rechts schauen und auch übergreifend, nicht nur bei den Fangruppen untereinander uns kennen, sondern einfach generell einmal sehen, welche Leute sind da und welche unterschiedlichen Fans hier bei der Vienna sind und das finde ich einfach toll, dass wir so eine offene Gesellschaft sind, eine wirklich tolerante Gesellschaft. Ja, dann ging es weiter, die ersten Auswärtsmatches, die ersten Heimmatches und dann endlich, ja, dann war das Dach drauf. Gott sei Dank, kurz vor Ende der Saison durften wir wieder auf die große Tribüne und das Dach und das war natürlich schon höchste Zeit, denn, naja, wir sind zwar Vienna-Fans durch und durch, aber im Regen und Schnee draußen stehen, ja, gibt's Schöneres. Vor allem waren dann natürlich wieder mehr Fans da, Familien sind wieder gekommen mit Kindern und so weiter, also das war schon wirklich notwendig. Und das neue Dach, naja, es ist gewöhnungsbedürftig, nicht mehr so schön wie das alte 70er-Jahr-Dach, aber es soll sich auch einiges ändern. Einiges kann sich ja da wieder auch zum Positiven ändern. Und ich glaube, das wäre auch ein guter Anreiz für uns Vienna-Fans, uns da auch ein bisschen mehr, ja, zu orientieren, neu zu orientieren und einfach zu zeigen, dass wir offen sind, auch in einer neuen Zeit, einer aufgeschlosseneren Zeit. Und es gab bei Kamen Vienna mehr als 100 Abonnenten hier auf YouTube und deswegen ein ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr mich so toll unterstützt und euch immer wieder einbringt, dass ihr auch die Videos teilt und auch darüber diskutiert. Das bringt uns allen sehr, sehr viel und das beflügelt mich und zeigt auch, dass ich eine gute Arbeit mache und ich hoffe, euch weiterhin gut informieren zu können, gut unterhalten zu können und euch weiterhin auch gut, ja, Sachen zu zeigen, was hier auch hinter den Kulissen beziehungsweise auch abseits des Stadions so passiert. Ja, über das letzte Match der Meisterschaft im Frühjahr 2018 gegen Süßenbrunn, da überlegen wir besser den Mantel des Schweigens. Wir wussten aber damals schon, dass wir nicht aufsteigen können und werden. Umso erfolgreicher war die Damenmannschaft, die hat die Relegation gewonnen und das war auch dann das zweite Match, das wir uns angeschaut haben und ja, große Gratulation an die Mädels bzw. an den Aschott und natürlich an die Damen. Sektionleiterin Christa Heinzel, gratuliere und die Damen spielen ja mittlerweile auch sehr, sehr gut mit in der neuen Liga. Wir sollten auch den Nachwuchs immer wieder dokumentieren und natürlich nicht aus den Augen verlieren und auch die Damenmannschaft, die möchte ich gerne mit eurer Hilfe gut unterstützen. Ja, das Vienna Fanfotobuch, das ist im Frühjahr dann schon langsam in die Endphase gegangen, das heißt, hier waren die letzten Fotoshootings und Gott sei Dank habe ich mittlerweile auch alle Texte zusammen. Das wird leider Gottes noch ein bisschen dauern, denn für mich persönlich war es wahnsinnig wichtig, dass auch noch der Bertl in dieses Buch hineinkommt. Leider Gottes ist sich ein direktes Shooting nicht mehr ausgegangen, aber ich habe ein sehr, sehr schönes Foto von ihm und ich habe auch einen Text für ihn geschrieben und das möchte ich gerne noch hineinbringen. Leider Gottes geht es sich dadurch im Dezember nicht mehr aus, das Buch zu veröffentlichen. Wir werden schauen, dass wir zur Saison beginnen, das heißt Mitte, Ende Februar mit dem Buch an euch herankommen. Da werdet ihr natürlich noch informiert werden. Erhältlich ist das Buch über mich, das heißt über Facebook oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail und dann machen wir uns etwas aus, dann kann ich es euch vorbeibringen oder gegen ein kleines Porto-Aufzahlung kann ich es euch natürlich auch gerne schicken, ganz egal wohin. Und ja, gegen ein Like schreibe ich euch noch natürlich eine persönliche Widmung rein. Ihr wisst Bescheid, ein Teil von dem Gewinn, der sich aus diesem Buch ergibt, der
geht dann an die Damenmannschaft. Das ist mein persönliches Sponsoring. Und gegen Ende der Saison gab es dann auch eine Zusammenfassung und meine erste Stellungnahme bei Kammern Vienna. Und das war mir sehr, sehr wichtig, auch hier nicht nur meine Meinung, sondern auch mein Gefühl hier weiterzugeben, sondern auch ein bisschen zu vermitteln, wie wir Vienna-Fans uns fühlen, uns dem Verein gegenüber auch aufgehoben fühlen, beziehungsweise welche Dinge uns stören oder beziehungsweise was wir gut finden. Einfach mal ein offenes Gespräch zu führen. Nicht unbedingt immer nur Kritik, sondern auch wirklich eine Debatte anzuregen und hoffen, dass der Verein hier auch ein bisschen auf uns eingeht. Ich weiß, da gibt es noch große Differenzen. Aber es ist einfach notwendig, einen offenen Dialog zu führen und ich hoffe, der Verein wird sukzessive auch darauf eingehen. Einen Infoabend gab es schon, er war sehr informativ, Gott sei Dank, aber ich finde, da ist noch ein bisschen ausbaufähig, speziell noch die Themen, was ist mit den Fans, wie kann man auf die Fans zugehen. Die Fans sind ein bisschen verstimmt, natürlich ist auch die Situation keine ideale in der 5. Liga. Wir sind uns alle einig, wir müssen rauf, nicht nur in die Startliga, wir müssen zurück in die RLO. Das weiß der Verein, das weiß der Fan, aber hier muss ein Dialog stattfinden. Hier muss eine Brücke geschlagen werden und ein offenes Gespräch auf Augenhöhe geführt werden zwischen der Vereinsführung und den Fans allgemein. Und hier sind auch die Fans. Ihr seid aufgefordert, hier euch einzubringen. Alle Fangruppen, alle, die hier unter dem Dach der Vienna sozusagen diesen riesen, schönen, wunderbaren, ältesten Verein Österreichs, Fußballverein Österreichs bilden, der sollte sich hier präsentieren und kommunizieren. Und wenn wir dann wieder oben spielen, und davon gehe ich ganz, ganz fest aus, mit vereinten Kräften, dass wir hier in den nächsten Jahren wieder aufsteigen werden oder es zumindest stark versuchen werden, eine Liga nach der anderen aufzusteigen. Weil, ja, ich habe die 2000er Jahre nicht vergessen, da sind wir auch in die RLO abgestiegen und dann hat es geheißen, na, sofort wieder Aufstieg und dann hat es, naja, fast 10 Jahre gedauert. Ich hoffe aber, dass wir dieses Mal schneller aufsteigen werden und mit vereinten Kräften verstärkt unsere Mannschaft, unseren ganzen Verein unterstützen und dann endlich und glücklich wieder oben in der RLO oder vielleicht sogar Bundesliga spielen werden. Das hoffe ich sehr. Ich hoffe, dass auch die Freundschaften hier stärker gepflegt werden, speziell The Club of Pioneers hilft uns dabei, hier mit den ältesten Vereinen der einzelnen Länder hier stärker Kontakt aufzunehmen und vielleicht hier auch Kooperationen zu bilden. Und auch die Fangruppen sollten sich untereinander besser organisieren, nämlich zu anderen Mannschaften. Natürlich zum Sportclub, das wissen wir, aber wir sollten uns hier auch über die Grenzen hinaus, vielleicht nach Deutschland. Ja, wir haben auch sehr viele gute Freunde in Lübeck. Hallo, vielleicht kann man auch da eine schöne Kooperation zwischen den Fangruppen bilden, um hier auch verstärkt hier sich auszutauschen und dann einfach auch publicity-technisch hier uns einen größeren Publikum präsentieren und das wäre ja ganz, ganz toll. Und das möchte ich hier eben mit Kammern Vienna fördern. Ja, dann hoffe ich, ihr bleibt mir treu und zwar auch beim zweiten Teil, was geschah im Sommer und in der nächsten Hälfte, nämlich in der Herbstmeisterschaft der 2. Wiener Landesliga. Also meine Lieben, bleibt dran, gebt mir ein Like, wenn es euch gefällt und bis zum nächsten Mal. Also, Kammern Vienna.